Tagebuch eines Hundehalters, speziell eines Welpen, Tag 30. Voller Dankbarkeit weiß ich, wenn ich mit meinem Hund täglich eine Gassi-Runde gehe, dann habe ich regelmäßig Bewegung, viel frische Luft und deshalb fühle ich mich fitter, leide nicht an Übergewicht und denke, dass sich das förderlich auf mein Immunsystem auswirkt. Rein wissenschaftlich betrachtet, habe ich ein geringeres Risiko, an Herz und Kreislauf zu erkranken als Nicht-Hundebesitzer. Kein Wunder bei dem Auslauf, den ich täglich habe. Zudem sollen die täglichen Streicheleinheiten Blutdruck und Cholesterinspiegel des Hundebesitzers senken. Das haben medizinische Studien gezeigt. Wenn ich mit meinem Hund spiele, dann stimuliere ich selbst und automatisch die Ausschüttung der sogenannten Glückshormone Serotonin und Dopamin, die im Körper erzeugt werden. Ich kenne keinen Menschen, der sich derart freut wie mein Hund, wenn ich nach Hause komme. Auch würde ein Mensch niemals solche Kunststücke aufführen, vor lauter Freude wie mein Hund. Ganz abgesehen davon empfinde ich weniger Stress, weil ich entspannter bin und das Gefühl von Vertrauen und Ruhe habe. Es fällt mir leichter, mal die Sorgen beiseite zu lassen, um mich nur auf den Moment zu konzentrieren.